Heute geht es mal um Wanderschuhe. Da gibt es bestimmt viele Videos von, aber wenn ich immer was suche, dann suche ich auch nach Langzeittests. Und meine Wanderschuhe haben jetzt ungefähr, ja, ich schätze mal, 3000 Kilometer runter, mehr oder weniger, aber jedenfalls seit 2013 im Einsatz. Die habe ich mir da gekauft für den Jakobsweg. Da haben natürlich erstmal 1000 Kilometer abgespult und später habe ich sie auch ganz oft getragen, auch nachher in den Wanderungen im Harz oder so. Und was ich bei diesen Videos immer schade finde, da sind zwar Produktvorstellungen da, aber die sagen auch nichts aus. Sie sagen, oh, ein tolles neues Produkt und das und das und das können die, aber wie sieht das denn nach ein paar Jahren aus? Das ist mein Anspruch, das mal zu zeigen, wie die Schuhe dann nach ein paar Jahren aussehen und wie weit die dann auch abgenutzt sind oder was gehalten hat oder was nicht gehalten hat. So, kommen wir erstmal zu den Schuhen. Das sind Lederschuhe aus Meindl, die zeige ich gleich. Ich bin deswegen auf Meindl und Leder gekommen, weil Gore-Tex, ich sag mal so ein Plastikkram. Leder ist ein Naturprodukt und beim Tragen weitet sich das, passt sich dem Fuß an. Wenn man es richtig pflegt, hält das auch ewig lange. Also diese Schuhe kann man auch neu besohlen. Innen sehen die schon etwas komischer aus, zeige ich aber auch noch. Aber erstmal zu den Schuhen. Ja, das sind sie, diese Lederschuhe von Meindl. Und die sind jetzt nicht gerade geputzt, aber kann man ja mal wieder machen. Gut, was sieht man nach ungefähr 3000 Kilometern? Man sieht, zeige ich gleich im Einzelnen noch, dass sich die Schuhe dem Fuß angepasst hat. Das heißt, hier ist. Kann man vielleicht jetzt sehen. Hier ist natürlich das Leder etwas auseinandergegangen, hat sich geweitet, was bei Leder ganz normal ist. Und bei normaler Pflege, die sind jetzt ziemlich hart, müsste auch wieder eingeweicht werden mit Wasser. Dazu ein kleiner Tipp: Wie creme ich Ledersachen ein oder wie pflege ich die? Aus dem Reiterbereich komme ich früher und da hat mir mal ein älterer Herr einen guten Tipp gegeben. Seitdem mache ich das auch so. Erst das Leder anfeuchten, also mit einem feuchten Schwamm rübergehen, bisschen nass machen, warten, bis es eingezogen ist. Wenn es noch leicht feucht ist, dann mit Lederöl oder Ledercreme einmassieren. Mit einem Schwamm oder mit der Hand geht das auch. Auf dem Jakobsweg habe ich mir das mit der Hand gemacht. Pflege ich gleich die Hände. Und das zieht viel besser in die Poren des Leders ein, als wenn man das trocken drauf reibt. Dann entstehen auch keine Risse. Also diese Schuhe haben fast ja kaum Risse, ein paar Abschürfungen, aber das hält sich ja noch in Grenzen. Dann noch mal zum Thema Leder oder Kunststoff, Gore-Tex, atmungsaktiv, Pipapo. Also in diesen Schuhen mit den entsprechenden Socken, ich verwende da Socken mit Merino-Wolle, mache jetzt mal Schleichwerbung, aber die sind wirklich gut von Falke. Schwitzt man in diesen Schuhen auch nicht. Obwohl ich zugegebenermaßen immer schnell warme Füße bekomme, aber darin nicht. Entsprechende Einlegesohlen habe ich mir noch reingepackt, um den Fuß ein bisschen noch mehr zu stabilisieren. Ja, ich weiß, Einlegesohlen, am besten barfuß gehen. Zu Hause mache ich das auch meistens, aber gerade beim Jakobsweg oder wenn man irgendwo anders im Wald unterwegs ist, meine Füße sind dafür nicht geeignet, auf den spitzen Steinen rumzuhampeln. Das passt nicht. Wenn man jetzt jahrelang schon barfuß gelaufen ist und nur noch barfuß läuft, dann hat man sich entsprechende Hornhaut unten auch angelaufen und dann tut einem das auch nicht so weh. Aber wenn ich da teilweise über Strecken gehe, ich zeige gleich mal was. Also solche Strecken sind natürlich ungeeignet als Barfußläufer. Ich könnte es nicht. Ja, wenn ihr euch Schuhe kauft, dann geht auf jeden Fall
in den Laden nur einmal anprobieren, das reicht eigentlich nicht aus, aber man kann die auch nicht 5 Wochen laufen und dann zurückgeben und dann passt nicht. Das macht kein Schuhhändler mit. Ich habe meine damals gekauft, gut eine halbe Stunde angehabt. Ganz wichtig ist auch, wenn man damit wandern geht, auf jeden Fall einlaufen. Das habe ich auch verkehrt gemacht. Ich bin zwar damit gewandert, aber ja, nicht lange genug. Die haben sich eigentlich damals auf dem Wanderweg, für den Jakobsweg habe ich ja gekauft, erst richtig eingelaufen. Und man sieht auch von innen das Futter. Das Futter von innen ist also etwas schon, hat sich etwas aufgelöst. Ich habe das damit einfach Outdoor-Klebeband wieder zusammengeklebt. Das passt auch, das hält auch. Das ist ganz normal bei so einem Verschleiß. Aber die Schuhe selber sind absolut tragbar. Innen hat sich das natürlich ein bisschen vergrößert, aber das macht nichts. Man kann die fester schnüren und dann passen die immer noch. Wie gesagt, bei guter Pflege halten die, ja, ich glaube, bei mir bis zum Tod kann ich noch im Grab anziehen. Gore-Tex habe ich mir natürlich auch angeguckt, war aber von diesem Material nicht überzeugt. Da bin ich eher Naturprodukt-Liebhaber, Leder. Auch wenn vielleicht andere Leute da sagen, oh nein, gut, lassen wir das Thema. Ja, ansonsten haben die Schuhe kaum Schaden erlitten, außer dass hier am Hacken natürlich Abrieb ist. Ein bisschen schräg abgelaufen, da ich auch nicht so einen geraden Gang habe, aber das sieht man dann ja. Auf der anderen Seite genauso. Sonst haben die Schuhe, sag ich mal, nochmal die Funktion mal kurz erklärt. Hier oben noch einen kleinen Haken, wo das zum Schnüren eingehängt wird. Das finde ich sehr praktisch, das haben einige Schuhe gar nicht. So kriegt man wirklich gut Stabilität drauf und noch einen guten Sitz, dass die Schnürbänder sich während des Laufens auch nicht lösen. Man muss sie sowieso ab und zu mal nachziehen, aber das ist eine tolle Funktion. Diese Metalllaschen zum Einhängen des Schnürbandes habe ich auch mal wieder mit dem Messer auf und runter aufgebogen. Wenn sie mal runtergebogen waren, wenn man irgendwo in den Steinen drin hängt, verbiegen die sich manchmal, sind aber nicht gebrochen. Im Vergleich dazu sieht aus wie ein toller Wanderschuh, ist aber absoluter Schrott. 20 Euro irgendwo im Discounter. In so einem Abholmarkt, Garantie reicht bis zur Tür. Sowas kann man nicht zum Wandern nehmen, das ist einfach Müll. Das ist ganz komisches Leder, ich weiß nicht, was das für ein Zeug ist. Und nach der ersten Zeit ist auch hier die Lasche schon abgebrochen. Nur kurz mit dem Messer hochgebogen und schon war die Lasche defekt. Und sowas kann man nicht zum Wandern nehmen. Das ist sowas. Das war ein Testkauf, um mal zu zeigen, es geht auch anders, es geht billig. Das ist wirklich billig. Das ist nicht günstig, das ist billig. Also kann man diese Schuhe. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für die Schuhe. Das ist keine Kaufempfehlung oder Produktwerbung, obwohl man Markennamen nennen muss, sonst weiß man ja nicht, was für ein Hersteller das ist. Wie gesagt. Wie in allen Produktsachen, Schuhe selbst gekauft, selbst getragen, nicht gesponsert und hält. Danke fürs Schuhschauen und wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde noch mal ein paar andere Sachen testen, beziehungsweise andere Sachen im Video per Video hochladen, wo ich schon lange Zeit die Sachen in Benutzung habe. Zum Beispiel das nächste Video wird wahrscheinlich sein über Trekkinghosen, Wanderhosen oder Outdoorhosen, wie man es auch nennen will. Da gibt es auch Unterschiede, je nachdem wie man das Zeug halt nutzt. Und bei Schuhen, es gibt ja günstige Sachen,
und es gibt teure Sachen. Und wenn ich hier teilweise die Produktvorstellungen sehe, denke ich mir, hey, das, genau das brauchte ich immer, und gucke dann auf den Preis und dann falle ich in Ohnmacht. Da kann ich mir dieses Teil kaufen, und ansonsten habe ich die nächsten Monate nichts mehr über. Also das ist, also ein Zelt, okay, wenn ein Zelt, Beispiel Zelt, wenn ich ein Zelt viel benutze und wirklich viel draußen bin, dann lohnt sich wirklich ein teures, richtig gutes Zelt. Aber sowas habe ich mir auch nicht gekauft. Ja, so ein Zelt für 200 oder 300 Euro, das war es dann auch schon. Letztens habe ich mir ein Zelt für, stelle ich auch nochmal vor, habe ich aber noch lange nicht getestet, für 100 Euro gekauft, weil es schön leicht war. Ist auch in Ordnung. Bei den Schuhen nochmal gesagt, die kann man ja auch sonst anziehen, nicht nur wenn man wandert. Da würde ich mir wirklich bessere Schuhe kaufen, weil die halten auch sehr lange. Und wenn man sich das über die Jahre runterrechnet, die haben, glaube ich, irgendwas bei 200, 220 Euro gekostet. Und wenn ich das jetzt auf 7 Jahre runterrechne, ist das ein Klacks. So sollte man an alle Outdoor-Sachen gehen oder Trekking-Sachen, was man sich da auch für den Bereich Freizeit kauft. Wie lange nutze ich das? Wie oft nutze ich das? Wie lange soll das halten? Wenn ich jetzt, wie gesagt, diese Schuhe hier, wie gesagt, halten lange, lange, lange. Sohlen können erneuert werden. Und was soll bei guter Pflege dran kaputt gehen, wenn ich ein gutes Produkt habe? Okay, viel Sabelei. Euch noch viel Spaß. Kauft die richtigen Schuhe oder freut euch über die richtigen, wenn ihr die habt. Bis dann. Tschüss.